Weiter geht's mit Humankind hier in unserer wunderschönen Stadt Napa. Und nach wie vor vielen Dank für eure vielen Kommentare. Und ich würde davon gerne einiges umsetzen. Ihr habt jetzt des Öfteren geschrieben, dass Bezirke besser sind als Infrastruktur und ich zu wenig baue. Das lese ich tatsächlich des Öfteren. Ich bin da, ihr habt es in den Kommentaren wahrscheinlich gelesen, ein bisschen anderer Meinung. Aber ich möchte das gerne testen. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass ihr recht habt. Deswegen möchte ich das gerne testen und dazu habe ich mir Napata angeguckt. Also, wir werden in Napata das Alchemistenlabor noch weiterbauen und danach werden wir Bezirke bauen. Es gibt eine Stadt, die ist ähnlich wie Napata, Volsini, und hier möchte ich mich auf Infrastruktur konzentrieren als Hauptpunkt und wenn wir da nichts mehr haben, dann bauen wir Bezirke, so wie ich das bisher gemacht habe. Ich glaube aber tatsächlich, dass es besser ist, wenn wir in Napata oder wenn wir allgemein Bezirke bauen, gerade weil wir bei der Infrastruktur relativ weit sind. So, jetzt fangen wir mal mit der Wissenschaft an und da gibt es hier vorne ein paar schöne. Und wenn wir uns mal hier unten die Felder einblenden, dann haben wir hier tatsächlich auch zwei Wissenschaft. Das heißt, hier möchte ich tatsächlich zwei Wissenschaftsbezirke hinsetzen. Dann bauen wir auf jeden Fall ein Opernhaus. Das bringt uns 40 Stabilität und 7 Einfluss. Das bauen wir dahin. Dann braucht man natürlich, ihr seht es, Nahrung. Und da haben wir hier zwei schöne Felder. Da können wir plus 40 Nahrung und auch ein bisschen Einfluss generieren. Und last but not least brauchen wir natürlich auch noch ein paar Marktviertel, um weiter Geld zu schöpfen. Und ich gehe jetzt tatsächlich bewusst erstmal nur auf die Marktviertel, die er mir vorschlägt. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob das so klappt. Das sind tatsächlich nur minus 3 Stabilität. Und ich denke, wir können das jetzt mal gut hier hinsetzen. So, und wenn das nicht reichen sollte, dann können wir tatsächlich gucken, ob wir noch ein Vergnügungsviertel bauen. Alternativ könnten wir noch mehr Nahrung bauen. Das Problem ist, in dieser Stadt so richtig viel mehr Nahrung gibt es nicht. Das ist eigentlich wirklich nur dieser Bereich hier. Ja, ansonsten könnte man, das gehört schon nicht mehr zu uns, hier oben noch überlegen. Da könnte man, genau, da könnte man auch noch gut eine Nahrung bauen mit 14. Das können wir auch nochmal einen Auftrag geben. Und dann hat er hier erstmal gut zu tun. Er hat 364 Produktion. Also das sieht erstmal ganz gut aus. Und wenn ich mir überlege, dass die alle nur minus 3 Stabilität kosten, zum Teil hier hinten, dann sollte das wirklich überhaupt kein Problem sein, was die Stabilität angeht. So, ich glaube aber tatsächlich, dass es richtig ist. Gerade wenn ich jetzt sehe, dass wir hier bei diesem, was wir bei den Bezirken bekommen, glaube ich, ist es die richtige Entscheidung, jetzt Bezirke zu bauen. Am Anfang des Games glaube ich tatsächlich, dass man sich da entscheiden muss. Denn ich glaube, am Anfang ist ein Bezirk, der euch 3 Nahrung bringt, nicht so viel wert wie eine Infrastruktur, die an einem Fluss, wie hier in Volsini, in jedem Feld 2 Nahrung produziert. Das wären am Anfang hier bei dieser Stadt, wenn sie hier gestartet wäre, wenn das 1, 2, 3, 4 Felder, ich bin mir nicht sicher, ob das mitzählt, dann wären es sogar 5 Felder, die Nahrung bringen. Und wenn ihr die Infrastruktur baut, kriegt ihr 10 Nahrung mehr, bei einem Bezirk aber irgendwie nur 3 oder 4. Ich glaube, das macht dann tatsächlich nicht so viel Sinn. Deswegen muss man sich am Anfang, glaube ich, eher entscheiden. Ich glaube aber, in der aktuellen Spielphase ist es tatsächlich so besser. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Kommentare. Das hat mich auch sehr stark zum Nachdenken angeregt, die Kommentare. Und ich glaube tatsächlich, dass es in der aktuellen Phase wirklich die bessere Lösung ist, Bezirke zu spammen. Wir sehen das ja gerade in Napata, wie unglaublich stark man hier die Stadt erweitern kann. So, dann machen wir das erstmal in Napata so weiter. Wir könnten das tatsächlich auch in Zahar uns mal angucken, weil wir auch hier, das können wir tatsächlich mal machen, beim Thema Geld, können wir uns das mal anschauen. Und hier haben wir auch, guck dir das mal an, Wahnsinn. 2 riesige Bezirke, da bauen, die bauen wir da auch hin. Das machen wir. So, die ziehen wir auch vor. Dann könnten wir hier sogar auch nochmal in Richtung Produktion was anstreben. Da haben wir hier auch sehr schöne Bezirke. Wobei, da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwas Schönes haben. Hier hinten eventuell in dem Bereich, weil dann würden wir hier Nahrung vernichten. Plus 4, da könnte man sich hier weiter ausbreiten. Hier haben wir wirklich eher eine Nahrungsstadt, ne? Hier unten könnte man eventuell ein Produktions- oder 2 Produktionsbezirke bauen. Plus 4, plus 6. Ja, wären plus 10.
Hier hinten in dem Bereich eventuell, aber das bringt auch nicht so viel. Das vernichtet sogar Nahrung. Dadurch, dass wir hier einen Bezirk haben. Also ein Weiler ist das, glaube ich. Ne, ein Bauernviertel sogar. Ja, das bringt hier tatsächlich, hier hätten wir 13, aber minus 6 Nahrung. Das ist eher nicht so gut. Da haben wir schon ein Schmiedeviertel. Könnte man tatsächlich da eins nebenbauen. Dann bauen wir da noch ein Schmiedeviertel hin. So. Dann haben wir hier, denke ich mal, noch ein bisschen was geschafft. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal Nahrung an. Ziehen wir die nämlich nochmal vor hier. So. Und dann gucken wir uns nochmal an, ob wir nicht noch ein Nahrungsviertel bauen können. Das wäre tatsächlich da oben. Ich würde aber gerne auch hier weiterbauen. Das ist einmal plus 9. Und da plus 7. Ich denke, das boostet hier auch gut. Vor allem, weil wir dann hier gut ein Wissenschaftsviertel bauen können, wegen ihm hier. Und wenn das nicht schon reicht, bauen wir auch noch das Opernhaus. Und hier oben, oh, plus 31, jawohl, das ist gut. Und das ziehen wir bitte auch alles nach vorne. Dann haben wir hier die Bauschlangen ziemlich voll von unseren Städten. Aber ich glaube tatsächlich, dass das für diese Städte die richtige Lösung ist. Also da, ich kann mich nur nochmal bedanken. Ich glaube tatsächlich, ohne eure Kommentare hätte ich nicht über dieses Thema Bezirke nochmal nachgedacht. Da bin ich wahrscheinlich zu sehr Ziff-Spieler. Man baut einen Bezirk und dann klappt alles. Aber das ist tatsächlich hier in Humankind ein bisschen anders. So, okay, dann haben wir da genug getan. Und dann gehen wir hier weiter zurück zum Krieg. Wir sind mit unseren Armeen hier. Und ich möchte da nach wie vor ein bisschen aufrüsten. Wir müssen natürlich aber auch das Thema Geld im Blick behalten. Jetzt hattet ihr noch vorgeschlagen, eventuell Städte zu spezialisieren. Das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Es ist halt nur die Frage, in welche Richtung. Und dazu können wir mal schauen, ob wir in der Stadtübersicht uns nach Einkommen sortieren. So, Napata soll also am meisten Einkommen haben. 374, nee, 100, Moment, 181, da arbeiten wir dran. Sogar mehr als Metropolis. Okay, dann werden wir in Napata das Ganze bitte auf eine, machen wir es denn, wirtschaftliche Exporte, auf die Technologieförderung machen, dass wir hier in Richtung Geld gehen. Das produziert natürlich jetzt minus 43. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir tatsächlich ein paar Leute rüberbringen, dass wir hier nicht zu sehr sinken. Okay. Dann haben wir hier jetzt eine Produktion von 200, 518 und sind bei der Technologie nur minimal abgesackt. Ich glaube tatsächlich, das ist auch eine gute Idee. Vielen Dank dafür. Okay, dann nächste Runde. Jetzt haben wir tatsächlich wieder genug gemacht am Anfang. Aber ich glaube, diese Änderungen waren tatsächlich wichtig für das Spiel. Damit wir hier auch in Zukunft ein stabiles und gutes Einkommen haben. Übrigens, ich muss auch übrigens sagen, diese Stadt Meroe, die sieht so super aus. Mal ganz davon abgesehen, dass hier gerade anscheinend eine Stadtmauer gebaut wird, so wie mir das aussieht. Ja, die geht hier oben lang. Hier unten ist unser kleines Dörfchen. Oh, ein Epochenstern. Und dann geht es hier unten lang, hier durch diese Mauern, das ist durch diese hohen Berge, das ist so schick. Und wir haben einen Landwirtschaftsstern erhalten. Sehr schön. Das ist der erste Stern in Richtung des nächsten Zeitalters. So, was möchte er? Gucken wir uns gleich mal an. Erstmal die Einheiten bewegen. Ein neuer Groll ist verfügbar. You have my ear. Nee, da möchte ich momentan nicht drauf verzichten. Das lassen wir erstmal drin. Rebellen in Knossos. Ja. Das ist bekannt. Hamal. Die Bevölkerung von Hamal hat um 1 zugenommen. Das ist gut. Das kennen wir auch, das Thema. 2 untätige Armeen. Genau. Hier können wir noch weiter Updates machen. Wir haben wieder 1400. Das heißt, wir werden erstmal ihn updaten. Beziehungsweise wir müssen noch gucken. Wir müssen tatsächlich erst die Schwertkämpfer alle updaten. Die heilen aus. Hier haben wir Arkbussiere. Wir müssen die Schwertkämpfer updaten. Das geht nicht anders. Die sind ansonsten zu schwach. So.
Dann müssen wir die auf jeden Fall noch updaten. Das dauert noch ein paar Runden. Aber das Ausheilen dauert auch noch. Also die möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr in den Kampf schicken. Mit 37. Da sind die Arkbossiere mit 41 schon besser dran. Am besten hätten wir natürlich unsere Musketiere mit 50. Das ist jetzt das Ziel. Da wollen wir hin updaten. Das ist echt wichtig. Okay. So, die X-Men haben nichts zu tun. Die bleiben da bitte mal stehen. Die haben auch nichts zu tun. Die bleiben da auch stehen. Und als nächstes gehen wir auf... Tja, ist eine gute Frage, in welche Richtung wir gehen. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich nach Mykene. Viel mehr ist ja nicht mehr übrig hier. Da oben ist noch eine Stadt, die ersparen wir uns. Wir gehen direkt zur Hauptstadt. Und das Gute ist, dass unsere Kriegsunterstützung... Ah, jetzt sinkt sie. Durch die Nähe zum Angreifer minus 2. Da müssen wir jetzt also ein bisschen ran. Bei ihm sinkt es um minus 8. Okay. Das heißt, da müssen wir jetzt gucken, dass wir eine Stadt erobern. Eine Stadt bringt uns zumindest nach den letzten 8 Punkte. Ich vermute, dass wir jetzt eventuell sogar bei 10 bis 15 wären. Das heißt, wir haben ungefähr so ja, 5, 6 Runden Zeit. Dann müssen wir die Stadt angegriffen haben. Ja, also tatsächlich nicht allzu viel. Wir sollten uns also durchaus schon mal hier in die Richtung bewegen. Unsere Grenze geht ja bis hier, wo wir Updates machen können. Sie fragen, in welche Richtung greifen wir Mykene an. Ich glaube, dass das von hier oben tatsächlich eine ziemlich gute Idee ist. Dann gehen wir mit unseren Truppen schon mal hier hin. Das dauert ja nur auch 2 Runden. Den eventuell nicht ganz so lange. Dahin bitte. Einmal dahin bitte. Und du einmal dahin bitte. Da müssen wir jetzt zusehen, dass wir die da hinkriegen. So. Eine untätige Stadt in Volsini. Ja, genau hier hatte ich gesagt, hier wollte ich tatsächlich mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass wir die Sachen hier ausbauen. Und wir gehen erstmal auf die Produktionsbezirke. Und danach bauen wir diese Bezirke. Mal gucken, ob das klappt. Okay. Die widerspenstige Leinwand 2. Das Geld, das ihr den Künstlern gegeben habt, war eine gute Ausgabe. Ihre neuen abstrakten und weniger politischen Werke befeuern im ganzen Reich eine kulturelle Renaissance und die Bürger sind in Feierlaune. Feiert in... Oh, sehr cool. Stabilität. Wunderbar. Okay, das war's. Nächste Runde. Die Bevölkerung von Tupa ist gestiegen. Hail, Sovereign. Er kauft sich Edelsteine. Ja, sehr nett von euch. Übrigens können wir ein neues Wunder beanspruchen jetzt. Das würde ich auch gerne machen. Und da müssen wir mal schauen, welches wunderschöne Wunder wir uns holen. Es gibt den Big Ben, den Eiffelturm und die Freiheitsstatue. Und was für eine Wissenschaft mit Big Ben ist schon mächtig. Eine Industrie. Geld pro Anzahl an Gebieten in eurem Einflussbereich. Wow. Die Freiheitsstatue ist ja der Hammer. Ich meine, wir sind ja relativ groß, ne? Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Also ich denke, wir nehmen die Freiheitsstatue. Die bringt uns 10 Geld pro Anzahl an Gebieten. Also das ist relativ viel. Und auch Forschung. Ich müsste jetzt echt durchzählen, aber 10, 15 haben wir auf jeden Fall. Beziehungsweise, Moment, wir können ja gucken, wie viele angeschlossene Gebiete wir haben. Wir haben 29 angeschlossene Gebiete. Das wären also 290 Gold und 290 Wissenschaft spontan mehr. Und das ist schon eine Leistung. Wow. Also wir nehmen die Freiheitsstatue. Jawohl. Zack. Die holen wir uns. Wunderbar anspruchen. Mega. Das machen wir. So. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir mit 3000 ein weiteres Gebiet anschließen können, wo wir gerade beim Thema sind. Und da könnte man in Volsini mal gucken. Ich würde Volsini nämlich tatsächlich gerne hier unten in die Richtung weiterentwickeln. In Davanor. Das kostet nach Volsini angliedern 3100. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Shaula angliedern kostet... Nach Krakau ebenfalls 3000, Volsini auch und Hekatompylos auch.
Das heißt, die Städte sind alle drei gleich groß. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns jetzt nacheinander eine Stadt vor. Volsini, Hekatompylos und dann Krakau. Und wir fangen mal hier mit dem an. Okay. So. Die Einheiten werden bewegt. Ah, hier gibt es schon wieder einen kleinen Bug. Naja, ist nicht so schlimm. So, die bleiben bitte dastehen. Die kommen dahin. Die gehen nach da. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch eine Einheit updaten können. Ja, das können wir hier sogar. Die kommt als nächstes dran. Sehr schön. So, du kannst bitte... Ja, ich denke, wir haben jetzt genug Schiffe, ne? Du kannst eigentlich mal zurückkommen. Dann können wir dich bei Zeiten auch mal updaten. So, du einmal da stehen bleiben, bitte. Nächste Runde. The written word was previously available to a small, often wealthy elite. Now, knowledge and propaganda can be distributed to the masses. Durch Fortschritte in der Metallurgie und Metallverarbeitung können bewegliche Letter hergestellt werden, die die Druckkunst revolutionieren. Wunderbar. Mass dissemination. Oh, wir haben eine Welttat vollbracht. Will it be of information or of propaganda? Nice. Die Bevölkerung, das kennen wir. Nash kennen wir auch. Dringende Angelegenheiten wurde gesperrt. Wunderbar. Ihr könnt um Kriegsentschädigung bitten. Come, relax. Let us speak. Das ist das Thema Glauben, ja. Wir werden bei ihm auch wieder drauf verzichten. Und man hat sich Kupfer von uns gekauft. Und die Zulu haben eine andere Einstellung. Das möchte ich mir gerne mal angucken gleich. Kriegsentschädigung. Das werden wir auch nicht löschen. Und jetzt gucken wir uns ihn erstmal an. Und wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten, ihn etwas zu bitten. Also, das sieht schon mal ganz grundsätzlich ganz gut aus. Und dann schauen wir mal, wie es überhaupt in dem Thema Glauben aussieht. Oh Leute, guckt euch das. Ist das nicht ein wunderschöner Ausblick mit dem Nordismus? Ach, herrlich. Hier hinten breitet es sich noch nicht so stark aus, aber hier hinten... Oh Leute, ist das cool. Unser Nordismus kommt. Der Nordismus wird die einzig wahre Weltreligion werden. Jawohl, das sieht gut aus. Okay. So, wir sind hier unten. Wo haben wir sie, unsere Truppen? Da. Eine Runde brauchen wir noch zum Updaten. Aber unsere Truppen sind hier grundsätzlich in Position. Sind denn alle ausgeheilt? Ja. Dann geht ihr bitte nach da. Und ihr könnt nach, tja, denke mal nach da. Genau. Dann werden wir hier mal angreifen. Aber eine Runde geben wir uns noch. Jetzt müssen wir, bevor wir das machen, müssen wir nochmal tatsächlich mal hier reinschauen. Also seine Kriegsunterstützung sinkt um minus 8, unsere auch. Ja, wir sind bei einer Runde, sind wir bei 91. Und wenn wir den Krieg nicht in einer Runde gewinnen, dann sind wir sogar bei unter 90. Ja, wir sollten in der nächsten Runde sollten wir angreifen. Okay, das heißt, ihr bitte nochmal alle hier stehen bleiben. Und nicht angreifen. Alle Einheiten weiterziehen. So, die Stadt ist untätig. In Hekatompylos. Hier haben wir schon relativ viele Bezirke gebaut. Ich würde aber trotzdem gerne hier noch mal ein bisschen in Nahrung investieren. Und ist die Frage, in welche Richtung? Hier oben haben wir plus 14. Da sollten wir wirklich nochmal welche bauen. Plus 13. Plus 10. Dann bauen wir hier nochmal drei Stück hin. Und dann gucken wir gleich, ob wir noch irgendwo ein schickes Opernhaus platzieren können. Da hinten. Jawohl. Ach, ist das cool. Hier hinten in dem Verteidigungsbezirk, da dahinter direkt das Opernhaus und dann rein in die Stadt, die sich über ziemlich viele Weiten erstreckt. Wunderbar. Eine ganz schöne Stadt. Okay, Forschung. Ja, da müssen wir auch mal gucken, in welche Richtung wir gehen wollen. Was uns jetzt im Krieg am meisten bringt. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen in Richtung der Linieninfanterie. Ja, das machen wir. Okay, ich glaube, das ist die richtige Richtung, wenn wir da hingehen. Gerade im Krieg als Österreich-Ungarn, dann haben wir unsere Infanterie schon mal auf dem modernsten Stand. Nächste Runde. So, Metropolis ist gewachsen, kleiner geworden. Oh Gott,
Napata ist dafür gewachsen. Und Kriegsentschädigung wahrscheinlich wieder bei... Ja, das werden wir auch mal drinnen lassen. Und Moment, jetzt habe ich tatsächlich... Man hat sich... 300 für Salpeter. Wow. Jetzt müssen wir auch nochmal was anderes gucken. Jetzt habe ich tatsächlich eine Sache vergessen zu sehen. Was braucht denn die Linieninfanterie als Basisressource? Ah, das steht tatsächlich gar nichts. Das kann ich kaum glauben. Okay, das ist ja spannend. Und wenn wir sie haben, gehen wir in Richtung der Dampfmaschine, dass wir auf jeden Fall anfangen, Bahnhöfe zu bauen und Kohle abzubauen. Okay, ich meine, das ist ja gut für uns, dass die nichts anderes braucht. Sehr schön. So, alle Einheiten bewegen bitte. Und dann machen wir das letzte Update. Mehr können wir uns im Moment leider nicht erlauben. Nämlich ihn. Zack. Und ja, dann werden wir jetzt die Stadt belagern. Ich hoffe, dass sie keinen Ausfall macht. Das wäre sehr ärgerlich, aber gut, dann ist es so. Und, ach Gott, sie macht tatsächlich einen Ausfall und versucht uns anzugreifen. Oh, die haben da hinten einen Ach nee, das ist der Stack. Ah, das wird schon eine harte Nummer werden. Ich meine, das ist immer die Hauptstadt. Eine manuelle Schlacht. Und Entsendung beenden. Ja. Eigentlich würde ich die Verstärkung auch noch mit reinnehmen. Ah, das ist natürlich doof. Okay, das müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Da haben wir natürlich jetzt echt wenig Platz für die Aufstellung gehabt. Vielleicht hätten wir doch lieber von hier angreifen sollen, aber das ist alles irgendwie nicht so schön. Okay, also merke, die Aufstellung hier war echt schwierig. Aber wir werden jetzt erstmal unsere Einheiten hier rein. Und also, bei euch ziehen wir auf jeden Fall aus der Justice League die ersten Schützen rein und ihr könnt darauf feuern. Und feuern. 13? Oh Gott. So, die Pferdchen bringen wir hier in Sicherheit. Die stehen hier ganz gut, würde ich sagen. Beziehungsweise, was heißt gut? Wir müssen euch eigentlich auch Sicherheit bringen. Das können wir hier hinten machen. Ja, den bringen wir nach da. Und dich bringen wir nach da. Müssen wir gucken, ob er da angreifen kann. Okay. So, jetzt ziehen wir uns aus der Armee ein Musketier rein. Ihn bitte. Und aus der Armee ziehen wir uns ebenfalls ein Musketier rein. So. Der geht nach da. Dann kommt aus der Armee noch ein Musketier mit rein. Der geht nach da. Und dann können wir mit ihm... Ah, leider nicht kämpfen. Aber wir können den Einfall machen. Zack. So, Nummer 1. Dann den nächsten. Der kann damit hin. Dann holen wir uns die nächste Einheit hier rein. Dich ziehen wir dahin zurück. Du gehst nach da. Nächste Einheit. Und du gehst... Ich möchte das gar nicht Kanonenfutter nennen. Als Kanonenfutter mal nach da. Und von euch holen wir uns auch noch welche rein. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwas Sinnvolles habe. Nee. Dann nehmen wir erstmal die Truppe. Und machen die Musketiere hier mit rein. So. Okay. Wir könnten natürlich ihn auch noch nach da stellen. Nee, das geht leider nicht jetzt. Okay. Da hinten haben wir auch noch eine Truppe. Die bleibt aber erstmal stehen. Nächste Runde. So. Ah, er kommt hier tatsächlich noch mit ein bisschen Verstärkung. Aber so viel kann er nicht mehr haben. Muss ich sagen. Das. Ja, guck mal. Das war's schon. Okay. Also einmal darauf schießen, bitte. Einmal darauf schießen, bitte. Einmal auf ihn. Wir schießen auf ihn. Und ich hoffe, er kann nochmal auf ihn schießen. Ah, kann er leider nicht.
Schade. Aber wir können da rein. Dann wahrscheinlich nicht mehr schießen, genau. Wir können aber hier noch die nächsten Einheiten reinholen. Mit dir kommen wir da hoch. Jawohl, da kommen wir da rein. Das heißt, du rückst gleich nach. Nächstes Musketier rein. Ja, das sieht doch gut aus. Runde beenden. Ja, gut, da sehe ich jetzt wirklich kein Problem. Wir schießen mit ihnen zuerst. Moment, das war's schon? Okay, da hätte ich ja jetzt erwartet, dass da noch von irgendwo irgendwas kommt. Der Sieg gehört euch, eine Belagerung von Mykene. Die Kriegsunterstützung eurer Bevölkerung gegen die Mykener steigt um 8. Ja! Gewalt hat den Transport von Weihrauch vorübergehend beendet. Und jetzt haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Das heißt, uns gehört ja im Prinzip alles. Hier oben ist noch Tyrene. Ansonsten war es das mit dem Mykener. Speak. Nächste Runde minus 15. Ja, nicht schlecht. Dann können wir tatsächlich nochmal hier oben hingehen. Mit unseren Truppen. Aber dazu müssen wir die erst wieder ausheilen lassen. Obwohl, so viel ausheilen brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, wir ziehen sie in der nächsten Runde direkt nach oben. Offenbarende Kunst. Die Erfindung beweglicher Lettern ist ein großer Durchbruch, kann jedoch etablierte Mächte unter Druck setzen. Mit der Druckerpresse können tiefgründige wie gefährliche Gedanken leicht im Umlauf gebracht werden. Künstler sind die Vorhut der Revolution. Und ich möchte tatsächlich eher erst die Bezirke anschließen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, aber... Ah, das ist natürlich halt auch mächtig. Wir haben sehr viele Schmiedeviertel. Aber das würde sogar unserer... Ich glaube, darauf sparen wir tatsächlich, bevor wir Viertel anschließen. Ich glaube, das ist wichtiger. Wir machen erstmal Erlassen freier Künste in der nächsten Runde. Das sollten wir dann schaffen mit 4900. Nächste Runde. Wenn die Stabilität in Mykene nicht verbessert wird, wird es zu einer Rebellion kommen. Und wir können wahrscheinlich einen Friedensvertrag schließen. Shaula ist gesunken. Hamal. Und ein Osmose-Ereignis, das müssen wir uns mal angucken in Mykene. Einfluss auf den Hauptplatz in Verwaltungszentralen. Ja, das nehmen wir. You have reached the end of an ideology axis. Of all the epithets other empires may use for you, wishy-washy won't be one of them. Genau. Die Mykene haben eine Kriegsunterstützung von 9. Das sollte doch hoffentlich reichen, um ihnen einen Friedensvertrag zu machen. Man hat sich Farbstoff gekauft. Sehr schön. Und eine erzwungene Verordnung. Ja, okay, das sollte aber jetzt nicht das Problem sein. Apropos Verordnung. Wir gehen jetzt... Wo haben wir es denn? Da. Wir gehen jetzt mal hier hin und gucken. Ich bin mir gar nicht sicher, wo das war. Er war es nicht. Er war es auch nicht. Da war es. Künstlerischer Ausdruck. Und das entspricht tatsächlich genau unserer Sache, nämlich Freiheit. Und das ist doch genau richtig. Perfekt. You can't gag and bind it. Und das bringt uns direkt ziemlich viel Einfluss mehr. Wunderbar. Okay, so. Dann können wir mal schauen, ob wir tatsächlich einen Frieden schließen können. Immer noch nicht. Gibt's doch nicht. Echt, wir müssen noch eine Runde warten. Ja, na dann, ziehen wir mal unsere Truppen hoch. So allmählich. Dann holen wir uns die letzte Stadt halt auch noch. Mir soll das recht sein. Einmal dahin. Gott, das sind wie viel? 6 Runden? Wahnsinn. Einmal dahin bitte. Also 6 Runden sind schon ziemlich heftig. Und ihr geht auch bitte nach da. Da könnte man echt sogar überlegen, ob man rein mit der Reiterei angreift. Aber ich glaube, das wird schwierig, weil die nicht eindringen kann in die Mauern. So. Tja, dann haben wir eigentlich alles gemacht. Nächste Runde. Moment, nein, doch nicht. Auto erkunden, ein bitte. Okay, nächste Runde. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Die Mykene stehen kurz davor, ihre Kriegsunterstützung zu verlieren.
Und Belzero ist größer geworden. Und ein Osmose-Ereignis, das gucken wir uns gleich an. Tupa kennen wir bereits. Knossos hat Stabilitätsprobleme, das kennen wir. Mongolen haben die Einstellung geändert, das müssen wir uns tatsächlich angucken. Oh, sie sind ehrfürchtig, das ist gut. Und Ghanäer haben dem Reich der Zulu den... Moment, ernsthaft? Okay. Na gut, die Zulu sind sehr stark verstreut, ne? Die sind kein zusammenhängender Brocken, wie ich es mal nennen möchte, sondern wirklich sehr stark verstreut. Also, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, da einfach mal ein paar Städte sich zurückzuholen. Und jetzt werden wir auf jeden Fall uns unsere Städte holen. Und was ich gerne haben möchte, ist definitiv Iolcos. Das holen wir uns auf jeden Fall. Also einmal Iolcos. Das will ich definitiv haben. Und wir könnten, haben wir genug Unterstützung, um ihn zum Vasall zu machen? Wir können ihn zum Vasallen machen. Oh, das ist super. Das ist tatsächlich die Sache. Dann verzichten wir auf Städte und lassen ihn tatsächlich unser Vasall werden. Zwingt die Mykene zu kapitulieren, wählt die Kapitulationsbedingungen, die ihr stellen wollt. Sämtliche ihrer Forderungen werden hinfällig und wir werden die Kapitulation erzwingen und Mykene wird ein Vasall des großartigen Österreich-Ungarns. Ja! Sehr, sehr cool. Und wir sehen es, sie haben keine eigene Meinung mehr, nämlich unsere Meinung. Und das sollte uns auch ein bisschen mehr Gold bringen. Von Vasallen 200, sehr, sehr cool. Wunderbar. Das bedeutet natürlich auch, dass, ja, so richtig einen Sinn, glaube ich, spielen sie nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit den Punkten aussieht, aber eigentlich als unser Vasall sollte es egal sein, ob sie gewinnen oder wir gewinnen. Wir haben dann, würde ich sagen, automatisch gewonnen. Da müsste ich aber in der Spielmechanik nochmal nachgucken. Und wir sehen alle ihre Städte. Und wir kriegen Geld von ihnen und ich denke, das war echt eine gute Sache. Der erste Computergegner ist besiegt. Also, macht's gut, bis morgen, euer Strategienerd. Ciao, ciao.